Zugegeben, der Name hört sich etwas sperrig an. Zentrum für effiziente Hochtemperaturstoffwandlung. Weshalb man das Ganze auch kurz ZERHS oder einfach nur CES ausspricht. In dem Bau, der von 2016 an auf dem ehemaligen Freiberger Messeplatz errichtet und nun übergeben wurde, bündeln sich künftig die Kompetenzen aller Fakultäten der TU Bergakademie Freiberg. Geleitet wird das CES von den Professoren Edwin Kroke und Bernd Meyer. Ja, wir stehen hier im Foyer des Zentrums für effiziente Hochtemperaturstoffwandlung. Wir sagen ZERS dazu. Das ist ein zentraler Wissenschaftsbau der Universität. Der größte Wissenschaftsbau, der nach der Wende hier in Freiberg errichtet worden ist. Etwas ganz Neues, nämlich eine zentrale Forschungsstätte für etwa 30 bis 35 Professoren, die in einem Bereich forschen und sich gemeinsam in der Forschung verbinden, die einem der wichtigsten Themen auch der Zukunft gewidmet sind, nämlich, wie kann ich die Industrie CO2-ärmer gestalten, wie kann ich den CO2-Footprint der Hochtemperaturprozesse, dort wo am meisten CO2 entsteht, verringern. Wir sprechen von der Stahlindustrie, wir sprechen von der Metallurgie, wir sprechen von der Glas-Keramik-Baustoffindustrie oder auch der Petrochemie. Wie können wir diese Prozesse und diese Produkte, die wir jeden Tag benutzen, wie können wir die umweltfreundlicher, klimafreundlicher gestalten? Wie können diese Prozesse ganz neu aufgesetzt werden? Und das erfordert eine breite Kompetenz der Wissenschaftsgebiete hier in Freiberg, die auch eine Tradition hat. Nämlich, die kommt aus der Geschichte der Bergakademie, dort, wo wir uns über Jahrhunderte bereits mit dem Stoff, der Umwandlung von Stoffen, der Metallurgie, des Hüttenwesens beschäftigen. Daraus kommen diese Themen und die sind hochaktuell, genauso wie sie vor 200 Jahren gewesen sind, vor 250 Jahren, als die Bergakademie gegründet worden ist, als eine logische Fortsetzung unseres Wissenschaftsprofils der Ressourcenuniversität. Zur Ausstattung gehört auch eine 1500 Quadratmeter große Halle für Hochtemperaturprozesse, in welche in den kommenden zwei Monaten Spezialgeräte für die Bereiche Keramik, Naturbrennstoffe oder Stahlbehandlung installiert werden. In den Laboren befinden sich bereits Hochtemperaturöfen oder Spezialmikroskope. Die Gesamtkosten für das ZERS, welches elementarer Teil des Freiberger Wissenschaftskorridors ist, belaufen sich auf mehr als 40 Millionen Euro.